Los geht's, come on. 6 verbleibende Gegenstände, schon wieder was Neues. Hey. Wir ziehen in dieser Folge aus 8 Kisten 4 neue Brawler. Leute, jetzt will ich hier wirklich einen legendären sehen. Jo Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Pookie. Schön, dass du wieder dabei bist und heute gibt es mal wieder eine Folge. Das Mego. Oh mein Gott, was ist hier los? Aua, aua, jedes Mal das gleiche. So, Leute, Mego Folge Nummer 6, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, ist richtig. Korrekt. Auf jeden Fall, Leute, ihr kennt das Format sowieso, nochmal ganz kurz zur Erklärung. In jeder Folge gibt es 5 Games gegeneinander. Wir zocken, 5 Games und du bekommst für den ersten Platz 3 Punkte, für den zweiten Platz 2 Punkte, für den dritten einen und für den letzten leider gar keinen. Und am Ende der Folge werden die Punkte zusammengezählt und dann ergibt sich ein gesamter erster Platz, ein gesamter zweiter, dritter und vierter. Und man kann sich sozusagen Kisten erspielen und diese Kisten darf man dann öffnen in seiner nächsten Folge. So, und ich habe mir jetzt letztens über die 4 Folgen verteilt wieder folgende Anzahl an Kisten erspielt. Und zwar waren das genau 8. 8 Kisten habe ich mir erspielt und das ist schon sehr, sehr gut. Ihr könnt auf jeden Fall bei den anderen auch vorbeischauen und einfach mal abchecken, wie viele Kisten die so erspielt haben. Vielleicht habt ihr die Folgen eh alle gesehen und habt da auch fleißig mitgezählt. Falls nicht, Leute, die Videos kommen auf jeden Fall von den Kollegen jetzt auch online demnächst. Und zwar... jeden Donnerstag kommt erstmal mein Video, jeden Freitag kommt das Video von Marvin Vlogged um 14.15 Uhr, jeden Samstag kommt das Video von Clash Games um 14 Uhr und jeden Sonntag kommt das Video von Lukas Brawl Stars um 15.30 Uhr. Okay Leute, dann würde ich sagen, wir starten erstmal mit dem lustigen Teil, weil nachher werde ich auf jeden Fall zerlegt, darauf habe ich nicht so Bock, aber naja, wir dürfen jetzt erstmal 8 Megaboxen öffnen. Ich hoffe, ich verzähle mich nicht. Es haben so viele in die Kommentare geschrieben, dass ich mich verzählt habe, aber ich habe nochmal nachgeschaut im Video und ich habe mich nicht verzählt, oder? Ich habe mich dann nochmal verzählt. Egal. Leute, auf jeden Fall 8 Truhen. Ich zähle jetzt auf jeden Fall mit. Let's go. Ihr seht hier auch eine zweite Kamera und ich würde sagen, wir führen hier einfach eine Strichliste für die Truhen, dass wir auch keinen Fehler begehen. Zack, das war die Nummer 1. So, die erste Megabox wird geöffnet. Wir ziehen 4 verbleibende Gegenstände. Das heißt erstmal gar nichts. Das kann was Neues sein. Kann aber auch nur Powerpunkte sein. So, und das waren nur Powerpunkte für bestehende Brawler, die ich sowieso schon hatte. So, eine Gratisbox hätte ich auch im Shop, aber Leute, sowas wird hier nicht geöffnet. Wir dürfen wirklich nur die Megaboxen öffnen, die wir uns erspielen. Und die 2 Brawlboxen, die ich jetzt hier habe, darf ich auch nicht öffnen. Also, das ist so das Ding. Das sind die Regeln, deswegen let's go. Die zweite Megabox wird geöffnet. Und 6 verbleibende Gegenstände. Yes! Okay, wir ziehen direkt schon mal was Neues. Leute, ohne Scheiß... ich hoffe, ich lag jetzt heute auch mal so ein bisschen rein wenigstens. Wenn man sich mal anguckt, wie Clash Games reingelackt hat. Das war unnormal. Schreibt in die Kommentare, ob ihr das gesehen habt. Diese Folge war einfach so legendär, dass ich sie euch jetzt nochmal rechts oben bei dem i verlinke und ihr die auf jeden Fall mal abchecken könnt. Er hat einfach in dieser Folge, soweit ich weiß, Punkte hast du gesammelt, keine Ahnung, 29. So? Ja, 29. Okay. 29 Punkte allein in dieser Folge, er hat 10 neue Brawler gezogen, unter anderem auch einen legendären, also schaut auf jeden Fall vorbei und let's go. Ich will auf jeden Fall, dass ihr alle einen Daumen nach oben da lasst auf diese Folge, allein für die 6 verbleibenden Gegenstände jetzt und jetzt gucken wir mal, was wir so ziehen. Poco, Rico, zack, Boxerin, 60 Powerpunkte und wir ziehen jetzt einen neuen Brawler. Yes! Oh shit, das ist richtig, richtig geil. Wir haben einmal Daryl gezogen, einen super seltenen Brawler und wir bekommen somit 2 Punkte, 3 waren schön, aber 2 Punkte immerhin schon mal obendrauf auf das Konto, das geht auf jeden Fall schon mal klar. Und Daryl kann man auf jeden Fall auch gut verwenden, finde ich jetzt auf der einen oder anderen Map. So, dann würde ich sagen, öffnen wir die Megabox Nummer 3. Let's go. 5 verbleibende Gegenstände, okay, das wäre geil, hätte ich jetzt direkt noch einen neuen Brawler, aber so viel Luck haben wir leider heute nicht. Naja, egal, die nächste Megabox, die Nummer 4 wird geöffnet, let's go. 5 verbleibende wieder, okay, wir ziehen 8 Powerpunkte für den Boxer, für Daryl auch nochmal Shelly, zack, Boxerin und Rico, Markenverdoppler und 12 Juwelen. Alter, das überrascht mich immer wieder, wie viel man da ziehen kann, ne? So, dann würde ich sagen, wird jetzt die Nummer 5 geöffnet. Ja, so langsam kommen wir auch mal zu einem Ende. 6 verbleibende Gegenstände. Yes, Mann, schon wieder was Neues. Hey. Okay. Also rein theoretisch könntet ihr schon nachgucken. Live, während ich die Kiste öffne. Das ist voll der Lifehack, ohne Scheiß.
wenn ihr einen Kollegen habt oder so, der gerade in der Lobby ist oder den ihr als Freund habt, der kann, wenn ihr die Box jetzt schon geöffnet habt und seht, yo, 6 verbleibende Gegenstände, kann der sozusagen nachgucken, yo, welchen Brawler hat er schon gezogen. Da wird das schon aufgelistet, sobald man einmal auf diese Kiste, auf das Kaufen raufdrückt im Prinzip. So, wir ziehen Punkte für Poco, für Daryl, für den Boxer, für Rico, für die Shelly und... Ah, komm, Alter. Ja, okay, musste aber auch mal sein. Barley, ein seltener Brawler, okay, gibt mir einen Punkt. Barley, okay. Ja, und jetzt ist es auch mal soweit, Leute. Ich darf mir jetzt endlich den Barley-Skin abholen, weil das war ja so das Problem. Das habe ich bis jetzt nicht gemacht, weil ich den ja noch ziehen kann und die anderen, ich glaube, Clash Games und Lukas haben den sowieso auch schon gezogen. Okay, das heißt, es war wieder ein Punkt. Jetzt haben wir in der Folge schon 3 Punkte gesammelt und ich würde sagen, wir öffnen die nächste Megabox. Let's go. Das ist jetzt die Nummer 6 und wir ziehen 5 verbleibende Gegenstände. Okay, 8 Powerpunkte für Daryl, 20 für den scheiß Boxer, 46 für Barley, 50 für die Boxerin, 90 für Poco und das war's. Mehr ist da nicht drin. Jetzt öffnen wir die 7. Kiste. Oh mein Gott, wenn ich zählen könnte, ne? Zack. Das sind jetzt 7. Perfekt. Die vorletzte sozusagen. Also nochmal 5 verbleibende Gegenstände. Shelly, Daryl, scheiß Boxerin, scheiß Boxer. Und was? 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 Hä? Ich hatte nur 5 verbleibende Gegenstände, hab trotzdem was Neues gezogen. Geil, Alter. Lol. Leute, so muss es laufen und wir haben tatsächlich Karl die Kloschüssel gezogen. Perfekt, Karl, Leute. Die Kloschüssel? Der gibt uns nochmal 2 Punkte, das ist auf jeden Fall eine geile Sache. Ja, Karl die Kloschüssel, oder wie haben wir die seit genannt? Seit wann heißt Karl die Kloschüssel? Nicht der Autoscooter Karl. Autoscooter Karl? Ach, keine Ahnung. Du kommst doch auf Kloschüssel, Junge. Egal, ich sage einfach Kloschüssel Karl dazu. Aber auf jeden Fall ein super seltener Brawler, ist nicht schlecht, den kann man eventuell auch mal spielen. Muss ich mal gucken. So, und das war noch nicht mal die letzte Truhe. Jetzt wird die letzte, die 8. Truhe geöffnet. Und dann starten wir auch schon in die Fights hinein. Ich weiß nicht, was gerade mit meiner Stimme los war, aber egal. Los geht's, come on. 6 verbleibende Gegenstände, schon wieder was Neues. Hey. Wir ziehen in dieser Folge aus 8 Kisten 4 neue Brawler. Leute, jetzt will ich hier wirklich einen legendären sehen. Hashtag Pre-Intro. So sieht's aus. So, Shelly, Rico, Boxerin, Barley und oh yes, wir ziehen den 4. super seltenen Brawler und zwar Penny. Somit haben wir alle super seltenen Brawler und bekommen nochmal 2 Punkte dazu. Das heißt, wenn mich nicht alles täuscht, sind wir heute um 6 Punkte reicher geworden. Kann das sein? Ich habe keine Ahnung. Reichtum. Keine Ahnung, ich habe auch nicht überlegt. GG. Wir haben, sogar mehr. Oh mein Gott, okay, wir haben 7 Punkte heute erspielt. 2, 2 und 2 und 1, genau. Easy going, Leute, heute 3 neue super seltene Brawler. Das ist auf jeden Fall schon mal nice. 9 Brawler habe ich am Start. Jetzt können wir auch schon in die Fights starten. Okay, ich würde sagen, ich als Gastgeber hier suchen wir zuerst die Map aus. Ja, Leute, ihr kennt schon, wir nehmen Sturmebenen. Let's go. Und Brawler. Aha. Es wird interessant. Es ist halt echt interessant, ob ich jetzt was Neues probieren soll oder einfach bei dem Oldschool-Stuff bleiben soll und damit rasieren soll. Aber wir probieren mal Folgendes. Okay, Leute, bevor diese Runde jetzt losgeht, ich wollte euch noch darauf aufmerksam machen, dass es immer noch den geilen www.scheißboxer.shop gibt. Schaut auf jeden Fall mal vorbei. Ich verlinke ihn euch rechts oben bei dem i und unten in der Videobeschreibung. Holt euch gerne mal was in eurer Größe. Also wirklich verfügbar von Größe 134 bis 3XL. Also es gibt alles Mögliche für jeden. T-Shirts, Caps, kurze Hosen und so weiter. Und es gibt noch ein paar Autogrammkarten. Also Leute, seid schnell. Holt euch die letzten Autogrammkarten. Zu jeder Bestellung gibt es eine dazu. 1000 gab es insgesamt. So, okay, dann würde ich sagen, wir starten auch schon. Eine wichtige Sache noch. Leute, wenn ihr Mego feiert, dann lasst jetzt einfach mal bei Pukis Video 5000 Daumen nach oben da. Let's go. 5000 Daumen. Ja, easy. 5000 Daumen nach oben, Leute. Das müssen wir auf jeden Fall schaffen. So, Mego, let's go. Mego ist das geilste Projekt. Ohne Spaß, Leute. Okay. Und Hashtag Mego Hype in die Kommentare, habe ich gehört. Ja, Mann. Let's go. Bin schon wieder hier voll konzentriert, während Clash Games hier noch die Promo Moves droppt. Okay, finde ich auf jeden Fall gut. Okay, ich sehe schon, Marvin spielt schon wieder Shelly. Das ist halt nichts Neues, ne? Shelly gleich Liebe, Leute. Shelly gleich Liebe. Okay. Ja, Shelly ist immer die sichere Wahl, sag ich mal, überall fast. Marvin! Oh mein Gott, Alter. Oh. Junge! Ja, ich glaube. Hallo! Ey! Ja, wer ist tot? Wer ist tot? Marvin redet die ganze Zeit nicht. Der ist doch total fokussiert, Leute. Wer ist tot? Wer ist tot? Ich. Aha. Boah, hier Daryl tatsächlich. Krass, krass. Ja, komm, Alter, hau ab. Was willst du? Ja, ich hol dich jetzt mal hier direkt.
Ja, okay, viel Spaß. Ah, ich hab hier die Range. Alter, was war das denn für eine Ulti? Das kennt man gar nicht von Lukas. Dass du mal so eine Ulti failed, sag ich jetzt mal. Ja, das passiert okay. mir auch mal. Aber gar kein Problem. Ich hab Angst vor Marvin. Ich sag's ganz ehrlich. Marvin könnte jetzt echt hier ein Problem werden. Nein. Leute, das Problem ist, Marvin redet nicht. Der ja, das frage ich mich auch. Diesmal. Der ist so am Tryharden wahrscheinlich gerade. Marvin, wenn du uns hörst, dann dreh dich bitte einmal im Kreis. Junge, Kevin, bist du nicht dumm oder so? Oh mein Gott. Okay, ich sag ja, das war. Nein! Was? Seht ihr das, Leute? Ja. Shelly ist so Marvin gefährlich gegen Daryl. Komplett die Ehre von Lukas. Aber also sowas von. Ja, von Pookie, genau. So, jetzt Lukas gegen Marvin. Das könnte aber auch spannend werden. Schau, die Shelly ist halt mit ihrer Ulti so krass. Die kann einfach alles nochmal auseinandernehmen. Schon wieder die Ulti hat Marvin jetzt hier. Ich hab hier Alter. Den Internet-Lag, Leute. Oh mein Gott, ey. Also wenn er mich jetzt holt, das wär schon... Junge, Marvin, was ist los, Alter? Spielst du überhaupt gerade? Also, wer spielt? Ich glaube, Landi spielt hier gerade. Landi, bist du auch noch dabei? Das ist der Michi. Bin da eingeflogen, nochmal schnell. Okay, das war's, schade. Okay, aber auf jeden Fall nicht schlecht. Ja, ich brauche mir die Punkte eh nicht aufschreiben, ich kann die im Kampflog nachgucken. So, das heißt, das war aber schon mal auf jeden Fall der Win für den Lukas. Man kennt's ja nicht anders. So, dann würde ich sagen, Lukas, du darfst direkt eine Map aussuchen. So, was willst du zocken? Ja, ich wähle mir direkt Passage aus. Passage, ah ja, kennt man auch schon von ihm. Das zockt er auch ganz gerne. So, da habe ich auch schon eine Idee, was man da zocken könnte. Vielleicht Mashallah, oder so. Mashallah. Vielleicht. Ich glaube, ich weiß noch, wen Pookie nehmen wird. Okay, wenn du das wirklich weißt, dann auf jeden Fall. Pookie, wen nimmst du? Okay, dann schätz mal. Sag einfach mal, wen ich genommen habe. Penny? Haha, ich schwöre auf alles, ich habe sie nicht genommen. Aber okay, ich schwöre auch auf alles, ich hatte die gerade ausgewählt und habe dann nochmal geswitcht, Lukas. Weil ich mir gedacht habe, okay, das kann ich Lukas! Nicht. Alter, Lukas ist hier schon wieder mit Piper unterwegs. Und er hat Clash Games geraggt? Nee, Marvin hat Clash Games geraggt oder wer hat ihn geraggt? Ja, ich hab ihn geraggt und Marvin hat abgestaubt, so sieht's aus. Okay, also Double Rag Action hier. Das könnte auch spannend werden. So, Lukas hat mich jetzt da hier ein bisschen gedamaged. Ah ja, perfekt. Ich habe halt extra... Alter, was geht denn mit dem Bot ab? Ey, die Bots sind teilweise wirklich so aggressive, Mann. Aggressive. So, jetzt bin ich gespannt. Also Clash Games ist schon tot. So. Das ist heute einfach nicht meine Aufnahme, ich merke es jetzt schon. Ja, okay. Es gibt ja noch 3 Folgen, also 3 Folgen werden wir danach noch maken. Hat jeder nochmal die Chance? Okay, Lukas, Mego hat den Bot getötet, Marvin. Das heißt, wir sind jetzt nur noch zu dritt am Start. Nicht mal eine Power-Ups klauen. Aha. Mann, ich hab keinen Bock gegen Lukas zu spielen. Das macht keinen Bock. Schau dich das mal an hier mit der Piper. Ja, kannst erstmal gegen Marvin noch oben antreten von mir aus. Aha! Aha, okay, aber er ja, lässt komm, mich halt nicht mehr zu ich ihm. Ich lasse dich mal passieren auf der Passage. Nee, komm. Du kannst... Weißt du, was du machen kannst? Scheiße! Ich hab keinen Bock, Leute! Ich hasse sowas! Ich hasse sowas so hart! Lukas, du wirst sterben! Oh! Da kommen die Hits, Leute, da kommen die Hits. Oh mein Gott, Junge. Aber er tut schon gut dodgen, muss man sagen, gerade. Ja, jetzt habe ich dich halt hart hops genommen, ne? Da hat er mich weggerotzt, Leute. Das war geil, okay. Das sollte jetzt auch kein Problem mehr werden. Marvin ist jetzt am Schwitzen, aber der Boxer gegen die Shelly, das war's. Nice. Okay, Leute, die Runde geht an mich. 3 Punkte dafür, das geht auf jeden Fall schon mal klar, okay. Dann würde ich sagen, darf Clash Games jetzt die Map wählen. Ja, okay, Leute, ich muss mich jetzt mal konzentrieren, weil ich bin gerade irgendwie ein bisschen ab vom Schuss, merke ich da. Junge, ich habe vor dieser Aufnahme 1 Stunde gepennt, weil mich meine Allergie so weggedroppt hat, dass ich einfach Knockout war. So, also... Felswand Brawl. Felswand Brawl, okay. Da weiß ich schon, wen Clash Games nehmen wird. Jungs, jetzt wird hier wieder alles rasiert. Ja, ich denke mir nämlich auch so. Okay, Shelly könnte man auf jeden Fall machen. Ich habe zwar 13 Brawler, aber ist alles egal. Shelly ist Liebe, Leute. Ja, komm, starten wir einfach mal in die Runde. Mal gucken, was da so geht. Okay, wir haben jetzt auf jeden Fall... Ich sehe schon mal 2 Bots. Das waren beides Jessies. Und ich sehe hier einen Dynamike. Dynamike kann niemand von euch sein. Das heißt, es war auch ein Bot.
Oder ist auch ein Bot? Ist Marvin eigentlich aus dem Discord raus oder was ist da? Nein, 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 der ist voll konzentriert, Lukas. Du darfst ihn nicht unterschätzen, den Jungen. Okay, was redest du da? Okay. Ey, der Bot ist schon wieder hier am Tryharden, ne? Komm. Ich hab gar keinen Bock auf sowas. Jetzt muss ich mich mit so einer Kacke hier wieder rumschlagen, ne? Meine Mama. Ey, was ist das denn? Man, nur weil diese Bots so am Tryharden sind, brauche ich hier ewig, dass ich mal in meine ersten Cubes komme. So. Clash Games hat gerade einen Bot getötet. Okay, ich sehe, also Clash Games und Marvin haben jetzt hier mal Shelly. Und Lukas spielt, glaube ich, auch Shelly. Und was bist du? Oh, fuck. Oh mein Gott, nein. Yes! Hab oh ich dich gerade aufgenommen. Aha. Alter. Interessant. Da haut er die Ulti einfach von gefühlt 100 Metern drauf. Marvin aber auch, Alter, der hat's probiert. Das war richtig, richtig knapp, Alter. Ich hatte keine Ulti ready. Er hätte mich fast bekommen. Also, ich würde es mal so sagen, wärst du da dran geblieben, ich glaube, deine Chancen wären echt gut gestanden. Nee, ich glaube nicht, ich war auch fast tot. Ja. Marvin, der Optimist. Wo seid ihr denn? Ja, komm, nee, Clash Games, hör auf. Du campst wieder in irgendeinem Busch, fragst uns, wo wir sind und staubst am Ende dann ab. Ich schwör's dich, ich glaube. Leute, wir drehen heute mal alles um, okay? Heute gibt's sowas nicht, dass Clash Games hier die ganze Zeit der Letzte ist. Ich bin die ganze Zeit hier am Rumlaufen. Ich schau hier überall. Ja, wo bist du denn? Ich bin unten rechts. Ey! Okay, er haut schon mal 3 Attacken auf mich raus. Er riskiert ja, auf Clash Games campt irgendwo ganz, ganz mies im Busch. Ja, komm. Clash Games ist sowieso... Komm, ganz ehrlich, Clash Games... Oh, lol, da gibt's schon einen krassen Fight. Oh, das tut mir echt leid. Beef! Das tut mir wirklich leid. Deine Mama will Beef! Was laberst du? Oh mein Gott, wird das knapp. Okay, niemand hat die Ulti ready. Ich hab 3 Cubes mehr. Clash Games, das sieht echt mies aus für dich. Ja, ist mir egal. Ja, das Shelly-Duell kennen wir ja schon aus der letzten Folge. Oh, nee, komm, ich sag gar nichts dazu. Ich sag gar nichts dazu. Papier sind oh, nein. Ja, Pookie hat heimlich trainiert, ich sag's euch. So sieht's aus. Drei er Punkte hat im wieder. Schlaf trainiert, Leute. Das kann ja. Man. Ohne Spaß, es gibt Leute, die können im Schlaf irgendwie trainieren. Ach komm, Schnauze. Und so Marvin, einer ist Pookie. Was willst du für eine Map zocken? Aber ist mir egal, lass die Zuschauer entscheiden. Die Zuschauer dürfen entscheiden? Okay, Leute, was schreibt ihr? Schreibt mal einen Map-Wunsch in die Kommentare. Ja, nee, sag irgendwas, so, keine Ahnung. Ja, Marvin nimmt immer alles oder nichts, Marvin, oder? Ja, ist gute Entscheidung, alles oder nichts. Alles oder nichts? Okay, warum ja. Nicht? Also zweimal lieber. Zum Ende auch, weil das wird das vorletzte Game sein. Aber, sag ich nichts dagegen, let's go. Oder warte mal, oh, egal, wir sind schon im Game, sonst hätte ich nochmal Brawler geswitcht. Aber okay, da ist schon mal Lukas am Start. Lukas mit seiner scheiß Boxerin. Man kennt den Move schon, ne? Er wird sich... In der Mitte alles snacken, wird die Runde safe gewinnen. Außer ein Wunder wird passieren, weil ihn jetzt niemand auffällt. Nicht mal ich. Ich hätte es zwar probieren können, aber ich wollte es nicht probieren, weil ich keinen Bock habe, als Letzte zu sterben. Ihr kennt den Struggle, Leute. Ohne Scheiß. Es wäre so lustig. Aber ich muss sagen, mein Plan hat wieder mal gut funktioniert. Ja, das war halt klar, ne? Das war halt wieder klar. Vielleicht hätte irgendwer anders auch die Boxerin nehmen sollen. Aber naja, was soll's. Kann man ja auch nicht ändern. Das Ding ist, die Zuschauer würden sowieso immer alles anders machen. Die schreiben mir auch oft in die Kommentare, Mann, wieso hast du nicht das und das gemacht? Leute, wir stehen hier wirklich unter Druck. Wir wollen hier wirklich gut abschneiden. Und da treffen wir vielleicht nicht immer die besten Entscheidungen. Das muss man auch dazu sagen. So, Clash ja, Games sehe ich hier unten schon mit seiner Shelly mit Ulti ready. Okay, er hat 2 Power Cubes, okay. Lukas wird das Ganze schon von oben hier beobachten. Der steht bestimmt hier hinter einem Stein irgendwo. Und er lacht auch gerade, weil es ganz safe gestimmt hat, ne? Wo ist Marvin? Das macht mir gerade eher Sorgen. Ja. Der redet ja nicht. Das ja, der führt irgendwas mit Schilde, glaube ich. Ja. Kevin nicht. Da ist Böses im Busch, Leute. Lukas! Ich habe Angst, dass ich jetzt abgestaubt werde, wenn ich mich dann nur auf Clash Games konzentriere. Oh ja. Geiler Move, Clash Games. Das waren schon mal 1000 Damage von der Zone. Oha! Ja, komm. Hi! Ja! Nein! Ja! Immerhin Dritter. Ich wollte jetzt irgendwie nur noch überleben, ne, gegen Lukas, weil ich wusste, dass das irgendwann passiert, dass er da rauskommt. Aber Marvin auf jeden Fall mit 5 Cubes auch gut am Start. Ist halt die Frage, wer... Ja, okay, jetzt hat Marvin einen klaren Vorteil hier in der Mitte. Er hat die Ulti ready. Oh, er boostet ihn weg und krass auf Distance gehalten, das war nicht schlecht. Oh, das war's. Ja, Marvin gewinnt diese Runde. Das war auf jeden Fall... Leute, heute passieren echt unerwartete Dinge. Unerwartete Dinge. Ich glaube, hier wurde Lukas ein bisschen bezahlt, dass der heute ein bisschen schlechter spielt, aber ist nur so eine Vermutung, also schreibt es mir in die Kommentare. Und Marvin war bei dem Gute-Laune-Michi eine Woche im Trainingscamp.
Okay, Leute, die letzte Map wird natürlich auch wieder alles oder nichts sein. Ich weiß es nicht. Der ist gerade online im Discord, perfekt. Ja, sonst darf man ihn nicht anrufen. Ich habe den letzten angerufen im Stream. Ruf mich nochmal an, mein Handy kackt dann jedes Mal ab. Oh, Leute. Er streamt ja damit. Ja, ich überlege gerade, wen soll ich jetzt spielen? Leute, soll ich mal Folgendes probieren? Das wäre halt schon eine lustige Idee. Oder Folgendes, oder Folgendes, oder Folgendes. Also ich habe so 4 Optionen im Kopf. Kommt natürlich darauf an, ob ihr wieder so oldschool seid und immer das gleiche spielt, weil dann würde ich auf jeden Fall das hier nicht nehmen. Dann wäre das vielleicht eine gute Idee. Ja komm, ich mache einfach ready. Ich laber auch gar nicht zu lang rum. Leute, let's go, ab in die letzte Runde. Jetzt geht's nochmal um alles. Ich sehe Lukas Mego diesmal mit einer Shelly, okay. Kann man auf jeden Fall auch mal machen. Letzte Runde. Deine Mama ist ein Kunde. Oh mein Gott, Alter, wer war das? Haha, ich war das. Porky. Porky Pork. Komm her jetzt hier. Alter. Komm her. Oh. Wer kämpft, ey. Wer kämpft von euch? Ja! Ja! Oh, ja! Oh, ja! Nein! Was? Oh, ich hab meine Ulti genau in dem Moment nochmal gezündet. Ich hasse euch, ne? Jetzt werde ich schon wieder Dritter. Ich hab die geholt mit 2 Cubes an der Cash Games hier. Shit, Digga. Shit. Wir gucken hier nochmal zu. Leute, ich bin jetzt im Zuschauermodus. Wie ist denn das Wetter gerade bei euch? Ist bei euch alles cool? Ach, hör oft vom Thema hier abzulenken, Clash Games. Oha, Showdown. Okay, ich sehe das ein bisschen verzögert, deswegen nicht spoilern am besten. Und einfach den Sieg genießen jetzt hier an der Stelle. Oh mein Gott. Gucken wir mal. Und was passiert hier? Okay, das ist. Okay, das war gerade echt knapp, ne? Also Lukas hat Clash Games auf jeden Fall gut weggehalten. Man hat aber halt wieder gut regenerieren können. 3 gegen 6 Cubes ist halt auch crazy. Also an sich hat die Shelly halt schon Vorteil, ne? Wenn die Ulti ready ist, wenn weggeboostet wird, so die Distance wird eingehalten. Also selbst mit den 3 Cubes würde ich das echt nicht unterschätzen. Ich glaube Clash Games merkt es auch so langsam. Deine Mama! Junge! Oh mein Gott! Mann, und? Nice. Ja, GG. Lukas hat gewonnen. Krass, okay. Ihr seht es, Leute, Lukas ist einfach wirklich ein Profi. Krass, okay, das waren die 5 Runden. Ja, E-Sports-Profi, bucht den auf jeden Fall, Link nicht in der Videobeschreibung. Ich würde sagen, wir schauen mal kurz, wer wie viele Punkte hat. So, Leute, Endpunktestand. Ich habe 9 Punkte, Lukas hat 9 Punkte, Marvin hat 8 Punkte und Clash Games hat 4 Punkte. Clash Games, du hast hart reingekackt in dieser Folge. Das heißt aber allerdings, ich muss mir jetzt hier noch mit Lukas das letzte Game ausspielen in alles oder nichts. Das heißt, wer wird jetzt hier in dieser Folge mit 5 Kisten oder wer geht mit 3 Kisten raus? Also im Prinzip, Leute, ihr wisst auf jeden Fall, wir müssen uns jetzt die 5 Kisten holen. Alles andere wäre dumm. So, gucken wir mal. Also ich habe Lukas jetzt noch gar nicht gesehen. Keine Ahnung, was er für einen Brawler spielt. Ich will es auch gar nicht wissen, um ehrlich zu sein. Ja, das wirst du noch früh genug feststellen, glaube ich. Ja, das glaube ich eben auch. Und das ist das, was mir ein bisschen Angst macht. Scheiße, Alter. Scheiße. Nein! Ey, was ein Keck! Hat er mir alle Cubes hier gerade weggenommen? Was war das denn? Oh Digga, Gott, ich werde hier von allen Seiten weggekackt. Alter, was war denn Bulls Mission? Er boostet einfach in mich rein. Das sah witzig aus. Ohne Gnade. Okay, Lukas. Ja, erster Platz, was soll ich sagen? Verdient. Natürlich, wie immer. Er cheatet halt einfach, Leute. Ihr wisst Bescheid. Leute, das war's jetzt hier mit dieser Folge. Ich habe mit 3 Kisten erspielt. Lukas hat sich 5 erspielt. Clash Games hat sich eine erspielt und Marvin gar keine. Natürlich hat nicht Clash Games einen Punkt und Marvin 0. Ich bin einfach davon ausgegangen wieder, weil es war bis jetzt eigentlich immer so Spaß. Aber auf jeden Fall, Marvin hat sich eine Kiste verdient und Clash Games gar keine der Lappen. Haha. Aber, ja, wir schauen auf jeden Fall, wie es in den nächsten Folgen läuft. Also schaut auf jeden Fall bei den anderen Folgen auch vorbei. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein und ciao. Yeah. Hundreds on my bed, texting with the bill. Roses in my wallet and I'm flexing it for real. Racks and racks and racks, I look like rookie of the year. Frontin' with the cash, it's getting moody over here. Hundreds on my bed, texting with the bill. Roses in my wallet and